Heute gucken wir uns ein W50 Feuerwehr an aus dem Baujahr 1979. Und wie ihr seht, der ist noch in richtig schönen, originalen Zustand. W50L? Ja. Radstand LF 16 für die Pumpenleistung, Schrägstrich TS-8, weil noch eine Tragkraftspitze drin ist. Da gab es verschiedene Ausführungen. Ah, okay. Also wie ist jetzt die genaue Bezeichnung? W50L LF 16 TS-8. Okay, ganz schön lang. Ja, und es ist das Modell, was jetzt kein Allrad hat, ne? Genau, das ist... Gibt's ja auch als Allrad, aber das war dann eine andere. Genau. Genau, und das ist halt... Das ist ein Löschgruppenfahrzeug. Ist Löschgruppenfahrzeug, genau. Ja. Da sitzen dann ein paar Feuerwehrleute noch hinten mit drin. Zehn Mann, genau. Und hinten haben wir noch ein bisschen Gerätschaft, ne? Genau. Ja. Ja. Ein riesengroßes Auto. Mit Signalanlage obendrauf, alles. Ja, fangen wir mal vorne an. Gucken wir erstmal hier. Das ist noch auch noch original, ne, mit für den Winter, ne? Die Matte. Genau, hat man im Winter einfach davor gemacht, wenn es zu kalt ist. Der hat keine Kühlerjalousie in dem Sinne. Das ist quasi die Matte hier. Das Kennzeichen ist noch das Originale, ne, oder? Das ist angelehnt an Original, weil das Fahrzeug, also wir hier uns im ehemaligen Bezirk Leipzig befinden, also VP3 ist vom Bezirk Leipzig. Und okay, das hier, ne? Genau, VP3. Ah, okay. Was unter 1200 war, waren PKWs bei der VP, also das war ja Ministerium des Inneren damals, die Berufsfeuerwehr unterstellt. Und was unter, ich glaube, 700 waren Motorräder. Aha, okay. So hängt das zusammen mit dem Kennzeichen. Ist mal interessant zu wissen. So, würde ich sagen, guck mal gleich erstmal rein hier. Bei dem ist hier so ein Einstieg. Es gibt ja auch welche, die hatten das an den Rädern. Ne? Das sind die Allrad. Ne? Genau. Und dadurch, dass der kein Allrad hat, hat er den Einstieg so hier. Ja, Sitz ist gefedert, ne? Ja. Und verstellbar in alle möglichen Lagen. Und jetzt gucken wir mal rein hier. 6150 Kilometer. Ja, ist auch nicht original. Also da ist man getauscht rum. Knapp 17.000 runter. Aber sieht noch sehr gut aus, ne? Sich das mal hier so anguckt. Das ist dann die Sperre für hinten, nehme ich mal an. Richtig, das ist Sperre, ne? Für hinten. Sperre, ja. Für hinten. Blaulicht. Ja. Haben wir das hier. Die zwei Knöpfe sind Bahnzüge. Da kann man schon vorne mit der Heizungschassis öffnen. Also man hat noch zwei Zwischenkühler, also Wärmetauscher sozusagen. Okay. Und das hier? Das ist Standgas, also da kann man noch Standgas wegen Pumpenbetrieb und so weiter und so fort. Achso, dass man das ein bisschen höher macht, ne? Genau. Wenn die Pumpe läuft, ne? Richtig. Hier haben wir ganz normal Glühanlassschalter, Glühüberwacher, die ganzen Temperaturanzeige, Öldruck, Bremsdruck, Tank. Weißt du, was das ist hier? Das ist Abdunklung der Instrumentenbeleuchtung. Hängt damit zusammen, dass beim MTI damals die Fahrzeuge alle auch für ein Ernstverhalten genutzt werden können. Und wegen der Aufklärung konnte man es dann abdunkeln. Ah, okay, alles klar, dann muss das machen. Ja, und das hier? Das ist der Zugschalter für diese tolle Sache W50. Zuschalten des Lüfters, weil diese Viskosekupplung manchmal nicht zugeschaltet wird durch den Temperaturschalter, weil er kaputt ist. Und deswegen manuelle Zuschaltung nochmal. Okay, da hat man dann quasi hier nochmal. Das ist halt typische DDR-Technik, da ist man halt auch richtig Maschinist, ne? Da muss man halt mitgucken, dass das alles funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, muss man es halt manuell funktionieren. Das hier, der... Das ist Scheibenwischer. Okay, und hier hat man dann das so die ganzen... Scheibenwischer und Nebelscheinwerfer und Lüfter und Kabinenbeleuchtung. Ja, und hier haben wir dann auch einen Motor, ne? Sitze ich gerade fast drauf. Der ist hier drunter unter der Matte. Also gerne aufmachen. Ja, können wir nachher mal gucken, ja, gerne. Ich gucke bloß erstmal kurz hier. Hier haben wir eine Funkanlage. Genau. Hier ist ein UFS 600 Funkgerät drin. Genau, das sind die alten Funkgeräte. VEB Funkwerk Köpenick, Berlin, DDR. Genau, und hier haben wir... Die Signalanlage, Presse 7512. Hersteller war Elektris in Ungarn damals. Und alles, was Fahrzeuge waren, Polizei, Rettungswagen, also durch das Rotes Kreuz, beziehungsweise Feuerwehren, Berufsfeuerwehren vorausgesetzt. Die wurden damals Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre umgerüstet auf diese elektronischen Sonnensignalanlagen.
Okay, ja, und hat der auch gekriegt, ja. Hier ist auch noch für das Durchsagen, ne? Genau, Durchsagen, genau. Weil für einen Funk ist ja dann das hier, ne? Mhm, genau. Hier drüben sind auch noch ein paar. Ja, da drüben, das ist Standheizung, wird der Kabine beheizt, beziehungsweise der Betriebsraum hinten wird geheizt, damit das Wasser nicht einfriert. Ah, okay. Macht Sinn. Für den Winter, ne? Aber hier haben wir auch noch. Ja, da war früher auch, da ist zum Beispiel der Suchscheinwerfer drin. Da ist, okay, sind noch mal alle möglichen. Das alte Sondersignal drin, SH60, also dieses Martinshorn zum Beispiel, war drüber geschalten gewesen. Okay, also die sind jetzt im Moment nicht mehr belegt? Die sind nicht belegt, genau. Bis auf den Suchscheinwerfer. Ja, interessant ist, hier haben wir nochmal ein schönes Schild. Dieses Fahrzeug ist 3,10 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Und eine Dachluke haben wir hier. Ja, genau. Ist jetzt keine fürs Militär. So, ansonsten gucken wir mal kurz hier hinter. Hier haben wir halt, ne, für die 10 Leute, ne? 10 Leute können hier sitzen. Pro Bank 4. Weil zwei ja, ne, da ist ja Fahrer und Beifahrer mit dabei. Und dann waren hinten noch die Pressluftarten noch an der Wand, das wird aber noch ergänzt. Und ansonsten, ja, ist ja jetzt nicht so viel. Müssen wir dann nachher nochmal gucken. Ich sehe, hier oben sind sogar Beschriftungen, was wie wer dort was sitzt. Ne? Genau. Ja. Ich steige dann gleich hinten nochmal ein. Haben wir hier vorne. Das sind auch Hochklapper, das ist auch eine Sache wie Achsen und sowas zu lesen. Genau, nochmal schön zum Verstauen von Sachen. Ne? Ja. Ansonsten, hier haben wir noch einen Umschalter. Ne? Das ist der Hauptschalter. Das ist der Hauptschalter. Hauptschalter und Umschalter, also weil der läuft auf 12 Volt. Genau, der Anlasser auf 24. Hm. Genau. Das ist doch bestimmt wie beim Puma. Richtig. Genau, bei der ganzen W50 Technik. Okay, gut. Dann gucken wir mal jetzt hinten rein hier. Hier ist übrigens hier schon die Warmluft raus. Ja, also hier gucken wir jetzt mal hier hinten. Hier kommt die Warmluft raus und unten drunter haben wir Luftdruckkessel, genau. Und Druckregler haben wir hier nochmal einen separaten sogenannten Überströmer, der die Möglichkeit hat, oder ermöglicht, Motor an, ist sofort Luft da zum Fahren, zum Bremsen und dann wird erst der Hauptluftbehälter befüllt. Ja, weil das eine Feuerwehr ist und die wollen auch gleich losfahren und nicht erst 5 Minuten warten, bis alles voll ist. Ne? Die wollen gleich losfahren und da haben die das hier so gelöst. Hier haben wir noch einen Reservekanister. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Mundbeatmungsgerät. Sehr gut. Angriffstruppmann. Auf jeden Fall sehr geräumig. Hat man echt viel Platz. So, und jetzt gucken wir mal hier. Hier steht Melder. Hier ist Wassertruppmann. Wassertruppführer. Angriffstruppführer. Das habe ich schon gesehen, ja, da ist auch nochmal. Jetzt können wir nochmal hier. Gehen die hochzuklappen? Die gehen hochzuklappen. Hier ist sogar also drin. Ne? Hier haben wir die zwei großen. Oh, 14 Zwölf, ja, 12 Volt. Ja, guckt euch mal die Kabel an hier. Ja, das ist schon. Ja, gut, aber. Hm, na gut, deswegen ist es ein bisschen dicker, ne? So, hier ist jo, okay. Genau, also das sind hier ein paar Staukästen. Ja, eine schöne Doppelkabine, könnte man so sagen. So, dann gucken wir mal weiter. Du machst es selber. Du kannst ruhig aufmachen, ja. Das ist der TS8 hier. Ach, Kartschlüssel da oben ist der, wie heißt der? Na. Trage. Der Trage, ah, da oben ist die Trage. Hier ist dann wahrscheinlich irgendwie so wie die Zubehör für die Pumpe. Zubehör für die Pumpe drin. Und hier ist die Pumpe. Die TS, sogenannte TS8. TS8 Pumpe, ja. Kraftspitze mit 800 Liter pro Minute. Genau, die läuft dann quasi nochmal extern, ist klar. Das ist ja nochmal hier ein Motor, ne, der hier drauf ist. Da gab es eben auch diese Gebläse, Schaumgebläse und sowas, gab es ja auch alles. Okay. Diese Leichtschaumgeräte LS. Also hier haben wir Stative und Ansaugschläuche und Kellerassel, Stromerzeuger für die Beleuchtung. 12 Volt hat das Gerät. Denn ja, ah, Mensch, mittlerweile auch relativ selten geworden. So, und da hinten
Schild. Nein. So Kreissäge, Handkreissägeführung. Kreissäge, Quatsch. Kettensäge. Genau, wenn mal ein Baum umgefallen ist oder so, ne? Genau. Aber das ist noch die gute alte DDR-Kettensäge, ja? Nee, das ist polnisch. Ach, das ist polnisch? Ja, das ist eine polnische. Die okay. Die eingeführt in Ende 80er Jahre. So, und hier oben drin ist das Schlauchboot. Alter, das ist ja krass. Also, können wir das reinziehen hier? Ja, also das ist ja echt interessant, was hier alles drin ist, wenn man ja mal überlegt. Wir haben hier ein Schlauchboot. Dann haben wir hier einen Stromerzeuger. Hier drüben haben wir die Wasserpumpe. Ist schon immens, was der da alles an Technik mitführt. Ja, und das mit nur 25 PS. Ja. Dann. Dann müsstest du mal hier dahinter gucken. Da ist eine Pumpe, weil hinten haben wir der Haspel jetzt dran. Ja, gucken wir mal. Pumpe, Heckpumpe, die macht 1600 Liter pro Minute. Deswegen. 1600 Liter, wie ist die angeschlossen irgendwie? An die ist übers Getriebe. Wird die übers Getriebe, genau. wie eine Zapfwelle, ne, nehme ich mal genau. an. Genau, richtig. Wird ein paar Luftdruck eingekuppelt, der Nebenantrieb und dann geht's los. Und hier hast du bei dem zwei Tanks drin, einmal ein Schaumtank 200 Liter und einmal ein Wassertank 200 Liter. Ja, und dann kannst du mischen. Und da kannst du mischen, genau. Bei der hier ist es jetzt nur Wasser gemacht. Abschleppstange hat er auch hier. Und hier ist der Zumischer zum Beispiel. Aha, das ist denn hier. Hier geht's weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macht das einen Unterschied, warum weiß und rot? Nee, das macht keinen Unterschied, nein. Okay. Ja, hier haben wir eine Schlauchhaspel, ne? Genau. Noch mit MZ-Rädern. Genau. Das sind normalerweise no. 100 Meter Schlauch. VEB Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde. Erste Qualität. Und die Leiter ist wahrscheinlich, dass man hier auch hochsteigen kann, ne? Ja, genau. Da oben haben wir die zwei großen schwarzen, das sind Ansaugleitungen. Daneben das graue ist ein Gießgestänge. Das heißt, wenn du einen Tank hast und da muss gelöscht werden, hängst du das oben über den Rand und da wird Schaum auf die Brandstelle gemacht. Daneben haben wir zwei Steckleitern, wo man als ein Mauerwerk oder so hochkrabbeln kann. Ja. Und das andere ist eine Ausziehleiter, die reparaturbedürftig ist bei mir hier. Und die ist, ich glaube, 15 Meter kann man die ausziehen. Wiegt auf jeden Fall 180 Kilo. Das ist nicht ohne. Ja. 180 Kilo für eine Leiter. Ja, voll Holz und dann kriegt man schon dran. Na ja, klar. So. Dann haben wir hinten als Sonderausrüstung, ne? Ja. Blaues Licht. Das ist Blinklicht. Oder? Blaues Blinklicht, ja. Genau, da haben wir die gleichen. Und hier haben wir halt die Kugelspritze noch und Sturm, Handwerkzeug und so weiter, Fortenscheinwerfer und dann noch die Strahlrohre. Aber es ist schön, dass hier noch alles bestückt ist, ne? Wieder bestückt ist. Also ja. War fast leer, weil der stand ein paar Jahre draußen bei dem Museum und da haben da einen Eurojobber mit Schrottgeld bedient hier, ne? Ja, ja. Nicht schlecht. Dann, damit der Saugleitung oben schwimmt. Okay. Es ist schon immens, was hier so alles für Technik mit dabei ist. Und hier vorne gab es verschiedene Ausführungen mit Presseflaschen und. Hier ist Almigurt drin. Sehr gut, ja. In der Ersatzrad, ja. In meiner Werkzeug und so drin alles. Ja. Genau. Übrigens, das ist das Thermostat. Das kaputte, da fehlt ja dann der Bügel. Und das ist ein Druckregler hier, auch für Fahrradfälle, da geht man kaputt. Bisschen Werkzeug und. Bremsenwerk, guck mal, DDR sogar, Paruski. Ja. Paruski Jassik, 74. Ja, ein bisschen Ersatzteilenwerkzeug muss man halt immer mitführen, ne? So, hier haben wir nicht. Hier unten. Benzinhahn hier für die Heizung. Ah. Standheizung. Ja. Also hier drin ist die Standheizung und vorne sind noch Tank mit 100 Liter. 100 Liter ist aber nicht so viel, ne? Nö. Da muss man relativ oft tanken. Sind ne? Ja lokal. Die sind ja wohl lokal, bloß ja, bis bei mir gefahren. Aber wenn man jetzt weitere stecken, ne? 20, 30 Liter? Ja, 25. Oder? Braucht er. 25. 25 ungefähr. Wie viel wiegt der? Der wiegt, so wie er jetzt ist, knapp 12 Tonnen. 12 Tonnen, 25 Liter, naja. Nee, das ist völliger Quatsch. Wieso?
Der wiegt nicht 25, der wiegt 10,5 Tonnen. 10,5 Tonnen. Genau, 10,5 Tonnen. Und leer wiegt er 7 Tonnen, also sind ungefähr 4 Tonnen Zuladung. Ich guck gerade mal, ob das noch die Original DDR sind. Nee, das sind, nee, sind schon DDR, sind schon neuer. Sind schon neuere Reifen. Weil bei der Feuerwehr müssen sie auch ein paar Jahre auspacken. Ja, da kann man nicht mehr mit den DDR rumfahren, so lange. Gucken wir mal noch hier vorne drunter, das würde mich immer mal interessieren. Das ist das Schöne hier. Der hat mit DDR-Patent, steht hier, eine Kühlwassererwärmung. Kann man hier anschließen. Ja, so sieht der unten drunter aus hier. Interessant ist auch, wenn man sich mal die Lenkung hier anguckt, ne? Die Lenkung guckt, wirkt nur auf die eine Seite hier. Das ist wirklich krass, ne? Und dann geht natürlich klar hier nochmal was rüber zu der anderen Seite, zum anderen Lenkrad, anderen Rad meine ich. Also das ist schon echt interessant, wenn man sich mal so anguckt. So, bevor wir jetzt stoppen und noch eine Runde fahren, klettere ich noch mal kurz hoch und dann gucken wir noch mal einmal von oben. Okay, ich bin mal hochgekrabbelt hier. Jetzt sehen wir die riesenlange Leiter. Noch aus Holz. Also es ist schon wirklich immens, was bei der Feuerwehr hier alles mitgeschleppt wird. Ja, okay. Gut. Jetzt haben wir uns einmal alles angeguckt. Jetzt starten wir mal den Motor und fahren eine kleine Runde zum Abschluss. So, starten wir mal. Springt relativ gut an. Der hat schon Lenkunterstützung, oder? Ja, Lenkhilfe, ja. Das wäre sonst ein bisschen schwierig. Aber das sieht man, ne? Hier kann man einfach mit einem... Mit ja, einem... Halt ja, das stimmt. Richtig, normalerweise sollte man ja immer ein bisschen rollen, wenn man lenkt. Ja. Top.